Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Susan Hiet, Love & Life Beraterin und Expertin im V&R Portal. Heute habe ich Ihnen etwas super Tolles mitgebracht. Was ist es? Ein Frosch. Schauen Sie mal, wie toll der aussieht. Natürlich ist es kein echter Frosch, weil jetzt mal ganz ehrlich, der ist mir ein bisschen zu glibberig und so. Es geht ja darum, dass ich Ihnen erzähle, was eigentlich daran wichtig ist. Sprich, Sie kennen bestimmt das Märchen vom Froschkönig, okay? Kennt doch jeder, ne? Die Prinzessin küsst den Frosch. Und schon wird er zum Märchenprinz. Sprich, der Traumprinz schlechthin. Und träumen nicht alle Frauen von diesem einen Frosch, den sie küssen und der dann wirklich fürs Leben der Richtige ist, der Prinz auf dem weißen Schimmel, der sie in ihr Leben holt und sie auf Händen trägt. So, und um den zu bekommen, möchte ich Ihnen ein paar Tipps geben. Sprich, also, bevor Sie überhaupt Frösche küssen oder einen Mann küssen, sollten Sie sich ein bisschen genauer überlegen, wie soll er sein? Sprich, worauf fahren Sie ab? Was ist Ihnen wichtig? Wie muss ein Mann sein, damit er Ihr Herz erobern kann, damit Sie ihn überhaupt küssen? Also, Sie begegnen einem Mann und Sie finden ihn toll. Dann verabreden Sie sich. Und sie fühlen sich immer noch gut. Er lädt sie nett ein, es fühlt sich alles gut an und dann wird es richtig romantisch. Und dann, vielleicht zum Abschied, vielleicht auch beim nächsten Mal erst, kommt der erste Kuss. Und schon macht ihr Herz bum bum oder sie sind völlig geschockt, weil sie ein Exemplar von Mann erwischen, was sie vielleicht überhaupt nicht küssen kann. Denn mein Tipp: Ein Mann, der gut küssen kann, ist ein Genießer und zwangsläufig oder meistens auch ein guter Liebhaber. Ein guter Liebhaber behandelt eine Frau gut. Ein guter Liebhaber und ein Mann, der gut küssen kann, der ist insgesamt im Leben ein Genussmensch, was ja von Vorteil auch für die Frau sein kann. Er behandelt sie höchstwahrscheinlich wie eine Prinzessin. Jedenfalls, wenn Sie es gut anstellen, sprich, ihn auch gut behandeln. Denn auch Frösche haben auch ein Herz, man muss es bedenken. Und darum rate ich Ihnen ganz dringend, küssen Sie, aber küssen Sie den richtigen Frosch. Und bitte, vergeuden Sie Ihre Zeit nicht mit irgendwelchen Halbheiten oder Männern, ja, die irgendwo okay sind. Sie wollen den richtigen, den Prinzen, den Frosch an Ihrer Seite. Insofern, viel Erfolg wünscht Ihnen Ihre Susan Hiet. Tschüss!